Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Luis, mein Kanal heißt Luis Zockt und ja, das ist meine neue Mannschaft. Auswechselbank ist die beste, die ich je gesehen habe. Havertz hat ein Rot, sonst außerdem habe ich Leihspieler drin, deswegen habe ich nur eine 94er Chemie. Egal. Cristiano Ronaldo 99 aus dem Totti. Werner, Demirbay, Kaká, Özil und Emre Can bilden das Mittelfeld. In der Abwehr ist linker Außenverteidiger Schulz, in der Mitte Ginter und Tah und als rechter Außenverteidiger Lars Bender, immer noch. Im Tor immer noch Baumann und so beginnen wir direkt das Spiel. Ich habe hier mein Handy vor mir liegen. Denn ich habe hier von BR Banane gerade erst gesehen, also schon vorher gesehen, aber gerade ist erst die nächste Möglichkeit für ein Video. Und zwar hat BR Banane Vorschläge für Themen reingeschrieben und ja, die benutzen wir dann direkt mal. Erstes Thema. Wie ist es dazu gekommen, dass du YouTube-Videos machst? Es ist dazu gekommen, dass ich immer früher sehr, sehr viel YouTube geschaut habe und mir vorgestellt habe, ich wäre einer von diesen YouTubern. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, ach komm, ich bin doch... Ist doch gratis, dann mache ich das. Und jetzt stehe ich hier mit 5 Abonnenten, aber mit Drang nach oben. Was ist so dein erstes Ziel auf YouTube, dass mich weiterhin Leute unterstützen, wie BR-Banane, wie du? Das wäre mein Wunsch. Mein Ziel wäre natürlich groß zu werden, aber mein erstes Ziel wäre, glaube ich, 10 Abonnenten erstmal zu bekommen und danach mal 20. Aber davor erstmal 10 Likes zu bekommen. Das wäre auch toll. Klassisch sieht das aus, Ihre Formation heute. Ja, innovativ ist es im ersten Schritt. Die nächste Frage. Und über welche anderen Projekte denkst du nach? Ich denke über die Projekte nach, mal Jurassic World Evolution, mal ein richtiges Projekt dazu zu machen. Oder FIFA Volta. Neues Minecraft-Projekt, vielleicht mal ein Überleben-Projekt, vielleicht ein neues Kreativ-Projekt. Ecke kommt rein. Da können Sie klären. Ja. Hier kommt die Aufstellung der Gäste. Im Tor ist Oliver. Vielleicht mal ein Spider-Man-Projekt. Und sie beginnen das Spiel mit 2 Stürmern. Na, das ist doch schon mal eine Ansage. Die wollen offensiv agieren. Spielt den Ball. Oder mal vielleicht in FIFA 17 Projekt zu machen. Nämlich The Journey. Das gibt's ja hier in 2000. Im FIFA 20er nicht mehr. Ja, und. Das wäre doch auch mal ganz witzig. Super Aktion, vielleicht mal Fortnite. Das dann kein richtiges Projekt wäre, ne? Ist ja klar, aber Cristiano Ronaldo. Mal ein paar Folgen davon. Schade, das wäre eine gute Chance gewesen. Heute und wenn ihr Spielvorschläge habt. Richtig, Wolf, und mal sehen, ob er die sehr. Wenn ihr Spielvorschläge habt, freue ich mich immer darüber und wie gesagt, immer Verbesserungsvorschläge. Ich habe immer noch kein neues Mikrofon bestellt, deswegen hier erstmal noch mit meinen Kopfhörern. Deswegen ist der Sound nicht so gut. Einfach ignorieren, wenn es geht. Schöner Pass. Özil muss er machen. Der Ball auf Cristiano Ronaldo.
Nein, doch nicht. Die Flanke klasse dazwischen gegangen. Das könnte die Chance werden. Eieiei. Ja, er hat den Ball im eigenen 16er. Super Pass. Abseits. Ganz klar. Oh. Ich weiß nicht, ob das nicht doch. Ja, das war es erstmal. Schreibt mal bitte auch in die Kommentare neue Themen. Ich freue mich über jeden Abonnenten neu. Also, falls ihr mir eine Freude machen wollt. Klasse, wie er das macht. Oder falls ihr, falls euch meine Videos interessieren. Oder ein Projekt von den gerade genannten. Er pfeift ihn zurück. Mann! Und jetzt ist das Spiel hier doch unterbrochen und für das Foul von vorhin gibt es Geld. Gut vom Schiedsrichter, da hat er zunächst ganz richtig. Als ob Werner jetzt verletzt ist! Und dafür noch die Geld bekommt! Mann! Das ist doch scheiße! Krankenwagen oder Pflaster? Pflaster, aber ich will dann nichts riskieren. Ich tu jetzt mal den Kruse rein, hat ja auch 83. Au, da muss er wohl runter. Sieht mir nicht nach einer schwereren Verletzung aus, Buschi. Nee, ich glaube, das ist eine Vorsichtsmaßnahme. Jetzt der Ballverlust. Ey Mann, da habe ich mir Werner vor dem Spiel gekauft und dann direkt das hier. Sieht vielversprechend aus. Und damit ist der Ball weg. Özil, Steilpass. Vorne jetzt die Balleroberung. Cristiano Ronaldo, Riesenchance. Tschüss. Das war eine geile Grätsche einfach, ne? Hier von Kruse. Ja. Schreibt gerne wieder Themen in die Kommentare. Ich weiß, die Themen habe ich jetzt nicht wirklich sorgfältig behandelt, aber was soll man denn da auch groß sagen dazu? Also schreibt auch gerne mal Sachen, die euch interessieren, in die Kommentare, dann recherchiere ich oder ich weiß etwas dazu oder ihr fragt nach Meinung, nach meiner Meinung zu etwas. Emre Can. Özil. Jetzt müssen sie aufpassen. Weg ist der Ball. Ey. Matteo Politano. Sehr schön, Schulz. Boah, Schulz ist schnell. Das muss ich gleich mal nachschauen, wie schnell der ist. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Glaubt ihr, der ist schneller als Werner? Damit ist er schneller als Werner, ne? Ja, Werner hat, glaube ich, 91. Ja. Ja. De Rossi, Balotelli. Das ist genau ihr Spiel. Viele Pässe, Ballbesitz, Sicherheit, zermürbend für den Gegner. Ist so, zermürbend. Mit viel Auge und Mann! Den Ball. Klasse. Ich Balotelli. Sagte zermürbend für den Gegner. Lukaku. Ah, oh, das wäre fast der Ausgleich gewesen. Aber er ist so. Glück, alles Glück. Aber Baumann hätte den gehabt. Baumann ist ein Ehrenmann. Und da ist der Ball wieder weg. Ey, Leute! Auf Außen ist Platz. Da kommt der Pass. Mario Balotelli. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Gefährlich! Super gemacht, gute Verteidigung. Ey! Warum geht der nicht auf den Ball zu? Boah, Baumann, geil. Geil.
sehr geil. Sehr aufmerksam, sehr beweglich. Absoluter Rückhalt, so wie hier zu sehen. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Sehr schön geklärt. Also gerettet. Nico Schulz. Kaka. Schöner Pass von Kaka. Das war kein Abseits, das war kein Abseits, das war kein Abseits, das war kein Abseits! Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Das war ja wirklich kein Abseits. Und da macht er sein zweites Tor. Hier steht es 2-0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Ist so. Ja, Cristiano Ronaldo. Jordan Lukaku. Kaka. Lukaku. Schreibt gern auch mal wieder Vorschläge für Formate in Minecraft in die Kommentare, weil Titanic wurde ja kurz, wurde ja erstmal pausiert. Und dann. Die offizielle Nachspielzeit wird angezeigt. 3 Minuten gibt's noch extra. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Es kann sein, dass Let's Build Titanic nie wiederkommt. Es kann sein, dass Let's Build Titanic nächste Woche wiederkommt. Es kann sein, dass Let's Build Titanic in einem Jahr erst wiederkommt. Aber ich habe gerade so eine kleine Auszeit von mir genommen von Minecraft. Bin gerade eher an FIFA 20 dran. Scheinbar alles im Griff. 2-0 zur Pause. Durchgang 2 läuft. Gut verteidigt hier. Jetzt der Vorstoß. Da ist die Chance für die Flanke. Balotelli. Was? Das wäre ein super Tor gewesen. Der hat gegen Pfosten geschossen. Und der Ball ist nach außen weggetitscht. Digga, das muss man auch erstmal schaffen, ne? Und Özil. Ich kaufe mir bald auf jeden Fall. Ich bestelle mir bald schon mal ein neues Mikro. Also, das super geht ja nicht, dass das. Dass ich hier die ganze Zeit mit so einem scheiß Mikro sprechen muss. Die Reingabe jetzt ins Zentrum. Sehr schön, Baumann. Nein, auch nicht. Und der geht auch nicht rein. Kaka. Den setzt er zu hoch an, der geht rüber. Es droht eine herbe Niederlage und warum, das sehen wir hier. Immer wieder gute Chancen, aber sie lassen sie schlecht unter. Ey! Und dann ist am Ende nichts zu holen, dann gehst ja, du unter. Warum so viele gute Chancen da sind, ist jetzt auch klar, ne, mit dieser Situation. Und dann hat der Keeper auch ein wenig Glück, dass das gut geht. Komm, Schulz, du bist doch so schnell. Boah, Schulz ist ernst schnell. Da wäre jetzt Platz. So, Platz für die Flanke. Der Ball kommt. Ball kommt an, gefährlich. Oh, da habe ich ja genau im richtigen Moment die Grätsche gedrückt. Da verlieren sie den Ball. Der Schuss. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Und die Gelegenheit. Nein! Ja! Ja, das war klar. Das habe ich auch schon vorher gewusst, dass das Abseits war, ne? Und jetzt muss er direkt runter, der hier die Tore macht. Also, das habe ich auch schon vorher gesehen, dass das Abseits war. Deswegen war ich ja auch nicht traurig. Ey, Leute! Mario Balotelli. Da geht er hin und kann den Schuss abfangen. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Steilpass von Kaka. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Brillant gemacht. Ja, fast im Alleingang. Der ist auch der Einzige, der ein Tor gemacht hat. Also ist wirklich Alleingang. Ich will mal wissen, wie schnell Ronaldo ist. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
97, Alter. 97. Was für ein Lauf. Vielleicht geht ja noch mehr. Florenzi. Ey, das war doch echt nix. Der hat mich getreten. Der hat mich getreten. Das. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Kaka. Nicht gut vom Verteidiger. Kommt, Kruse darf in seinem ersten Spiel vielleicht doch kein Tor machen. Das macht er hervorragend. Das zeichnet einen klasse Keeper aus. Ein echter Rückhand. Daraus wird leider nichts. Er hat sich gezerrt und... Nein! Scheiße! Seine Pässe sind heute erstklassig. Das ist alle bei Chance. Mir sind jetzt verletzt. Das ist doch... Boah, Bender. Einfach stark. Einfach stark. Kann man nichts anderes zu sagen. Kaka mit dem Pass. Max Kruse. Nico Schulz. Kaka. Oh. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Na, jetzt müssen wir aufpassen. Einwurf jetzt. Boah, die können ja alle nicht mehr. Kaka. Macht er gut. Hoppala, das war riskant, aber es ist gut gegangen. Da wollten die Fans einen Elfmeter. Ja, schwacher Ball hier. Ganz wichtig, dass sie da zur Stelle sind. Stark gemacht, das könnte was werden. Emre Can, guter Pass. Das sah vielversprechend aus. Guter Pass? Was geht mit dem ab? Der Ball kommt hoch rein. Klasse gemacht. Der Ball an den Posten und wieder ins Feld. Glück gehabt. Kein Tor in dieser Szene, wir haben es gesehen und vor allem auch gehört. Aluminiumtreffer. Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. Und jetzt der Wechsel. Ah, da war die Verletzung so schlimm. Er muss raus. Guter Einsatz, das war wichtig. Kolarov. Langsam werde ich aggressiv. Und das ist nicht gut, weil dann grätsche ich einfach mit meine die gegnerischen Leute um und dann komme ich nur rot. Abwehr hat aufgepasst. Ey, was ist denn mit den Pässen los heute? Die können ja wirklich nichts. Ja, könnte was werden. Ist hier immer noch am Ball. Pass kommt. Ah, vielleicht geht da noch was. Ja, vielleicht geht da noch was, ne? Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Viel mit Auge. Ronaldo. Jetzt ist der Platz da. Und Tor! Das war nicht schwer für ihn. Zum Glück haben wir Ronaldo, ne? Sonst. Sonst würden wir hier gar keine Tore machen. Unheimlich. Vor allem für die Verteidiger. Er geht vom Platz und lässt sich auf dem Weg nochmal ordentlich abfeiern. Und das völlig zu Recht, wenn du mich fragst, das war eine Weltklasseleistung von ihm heute. Bonaventura. Matteo Politano. Coming off the pitch. Number two. Jonathan Tan. Kaka. To be replaced by. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Defensivbasis ist gut. Referee has indicated. Naja. So gut machen wir das defensiv nicht, ne?
Spiel. Matteo Politano. Okay. Leute, das war's mit diesem Video. Danke fürs Anschauen. Schaut meine anderen Videos an. Like dieses Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Schreibt einen Kommentar. Habe ich irgendwas vergessen? Nein. Danke fürs Zuschauen. Mein Name ist Luis. Mein Kanal heißt Luis Zockt. Und das war's für heute. Bis zum nächsten Dienstag. Özil.